Finanzminister Magnus Brunner und der Bundesobmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer Willibald Czernko haben am Mittwoch nach einem Arbeitsgespräch Erleichterungen für Menschen angekündigt, die wegen der gestiegenen Zinsen Schwierigkeiten haben, ihre variablen Kreditraten zurückzuzahlen. So sollen in absehbarer Zeit keine Mahnspesen und Verzugszinsen verrechnet werden. Für jene privaten Haushalte, die Schwierigkeiten bekommen, werden wir als Erste zeitlich befristet auf die nächsten 12 Monate auf Mahnspesen verzichten. Wir werden verzichten auf die Verrechnung von Verzugszinsen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, der mal Druck herausnimmt für all jene, die Gefahr laufen, hier Schwierigkeiten zu bekommen oder Schwierigkeiten sehen. Selbstverständlich werden wir jeden Einzelfall individuell lösen. Ob es Stundungen sind, Laufzeitverlängerungen sind, das sind Dinge, die werden im Einzelfall gelöst. Und so wie ich hier stehe, verspreche ich das für die gesamte Branche, dass wir uns hier wirklich kundenorientiert verhalten werden. Auch die Transparenz in Bezug auf Sparzinsen soll gesteigert werden. Ich bin daher froh, dass die Branche sich bereit erklärt hat, die Konditionen für Spareinlagen an eine von der Österreichischen Nationalbank betriebene Plattform einmelden wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch für die Sparerinnen und Sparer. Und damit können sich die Sparerinnen und Sparer jederzeit und einfach auch einen Überblick über die Angebote der unterschiedlichen Banken machen. Der Sondersteuer für Übergewinne der Banken erteilte Brunner erneut eine Absage.